Neben mir steht Stefan Schön. Genau. Der Sieger im Bantamgewicht bei der zweiten GNBF Internationalen Deutschen Meisterschaft hier in Neu-Ulm. Du hast dich gegen eine Menge sehr starker Konkurrenten verdient durchgesetzt. Wie viele Wettkämpfe hast du bis jetzt gemacht? Ah, das ist mein zweiter Wettkampf jetzt. Was war dein erster? Letztes Jahr bei der NAPA habe ich da einen Start gewagt. Wie hast du da abgeschnitten? Vierter Platz bei den Newcomer. Von wie viel? Von, ich glaube, 9 Personen. Ah, ist auch sehr gut. Okay, aber das war Vergangenheit, ja. Und heute stehst du hier und hast das wirklich auf Anhieb das Bantamgewicht gewonnen bei der GNBF. Mhm. Gehst also auch nochmal raus in das Gesamtsiegerstechen nachher. Nochmal alles geben. Österreich, wie bist du auf die GNBF gekommen? Also ich verfolge schon ziemlich lange die GNBF, auch die AMBF, die ist quasi im Nachbarort gegründet worden. Genau. Und ich habe mir gedacht, also... Mit dem Elmar. Elmar, genau. Genau. Und ich habe mir gedacht, also ich will einen gesunden Sport machen und wie kann ich mich vergleichen? Und dann bin ich sofort auf die GNBF gekommen, im Anschluss auf die AMBF und durch die AMBF wieder zurück auf die GNBF jetzt. Sehr stark. Und kommst du noch mal wieder? Ich habe es auf jeden Fall vor. Also es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann nächstes Jahr wieder starten werde, aber... Aber deine Zukunft, dein Wettkämpferherz schlägt natürlich jetzt mit voller Kraft nach so einem großartigen Triumph. Was machst du heute Abend noch? Gehst du schön essen? Gönnst dir mal ein bisschen Junkfood? Ich bin mir noch gar nicht sicher. Also ich trete in 2 Wochen dann nochmal in Ungarn. Ah, okay. Da sehen wir uns auch übrigens, weil Thomas Keller, der Medienpartner der GNBF, oder Medienbeauftragte, um das genau auszudrücken, der GNBF ist ja auch vor Ort. Ich begleite ihn, habe so ein paar Termine mit den Offiziellen da und so weiter und da berichten wir auch von dem Wettkampf. Und da halte ich auf jeden Fall alle Daumen dafür. Danke. Insofern hältst du deinen Fokus noch für die Weltmeisterschaft. Ja, ja, Stefan, nochmal herzlichen Glückwunsch für den tollen Erfolg. Möchtest du dich noch bei irgendjemandem speziell bedanken oder hast du noch irgendwie was den Menschen, die uns jetzt sehen, mit auf den Weg zu geben? Grundsätzlich möchte ich mich nochmal beim Veranstalter bei Ihnen bedanken für die großartige Veranstaltung. Danke. Bei den anderen Athleten, die waren also wirklich eine Herausforderung heute. So viele starke Wettkämpfer überall hinter der Bühne, in allen Klassen überhaupt. Sehr stark. Und natürlich an meine Freundin, die aus dem Hintergrund steht. Wo ist sie? Und telefoniert gerade. Kann ja mal ins Bild kommen, oder? Ich weiß nicht, ob sie so Medien... Na, gucken wir sie mal rein ins Bild. Ja. Hallo, du bist die Freundin. Genau. Klasse. Und wie bist du stolz auf deinen Freund jetzt, ne? Natürlich. Ja, super. Ja, dann wünsche ich euch beide heute Abend einen sehr schönen Siegerabend. Wir sehen uns in 2 Wochen. Ja. Kommst du auch mit nach Ungarn? Jo, wahrscheinlich schon. Gut, dann sehen wir uns da auch. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch und bis bald. Danke.